voll hier. Wunderschönen guten Tag. Erstmal vielen Dank ans Sublab und an die CryptoCon für die Einladung. Kriegen wir das Audio noch ein bisschen weniger Kopfschmerzen? Ich wurde hier schon liebevoll abgefüllt, deswegen hoffe ich, dass ich meine Notes noch alle lesen kann. Danke, Kloschi. Erstmal, wer bin ich? Bin vom Chaos Computer Club da schon eine Weile dabei, mache da gegen meine eigentliche Ausbildung Pressesprecher und so ein bisschen Veranstaltungsorganisation. Aber eigentlich bin ich beruflich ziemlich viel mit Kryptografie unterwegs, mache von kryptografischer Software für Mobiltelefone über Serverlösungen, mache ich so einmal alles, habe mir den gesamten Stack einmal von oben nach unten durchverstanden und weiß, dass da ziemlich viel Komplexität drin ist, die entlang so eines Delegationsstacks immer auf eine andere Gruppe von Menschen verschoben wird. Und wir hören in letzter Zeit, jetzt so nach Snowden, ziemlich viel, wir würden gern verschlüsseln. Wir müssen jetzt verschlüsseln. Bei uns im CCC kommen auch wirklich Leute da vorbei, die aus den seltsamsten Gründen erzählen, dass sie verschlüsseln müssen. Die haben dann mal komische Implantate, erzählen sie uns, und müssen jetzt ihre Daten vor, wer es auch immer ist, der KGB, in Sicherheit bringen. Aber es gibt zunehmend Menschen, die auch wirklich verstanden haben, dass es da nicht einfach nur eine diffuse Bedrohung von irgendwem gibt, sondern die verstanden haben, dass Daten, die bei ihnen rumliegen, dass sie da auch Verantwortung für sich und andere haben. Weil wenn du so Kommunikation verschlüsselst, hängt in dieser Kommunikation meistens neben dir noch mindestens eine andere Person dabei. Du übernimmst also auch für deren Daten Verantwortung. Und eins der Hauptprobleme ist, dass die Leute, die jetzt daherkommen und wissen, dass es da zumindest eine große Allianz namens Five Eyes gibt, die in ihre Daten reingucken wollen, die diese Daten sammeln, haben sie nicht so richtig eine Bedrohungsanalyse. Sie wissen nicht, wer diejenigen sind, die jetzt gerade hinter ihren Daten hinterher sind. So kann man irgendwie extrapolieren zu, ich habe eigentlich nichts zu verbergen. Und bis heute haben die wenigsten Leute wirklich ein Gefühl dafür, dass die Daten, die bei ihnen rumliegen und die Daten, die sie über sich und ihre Familie und über ihre Mitarbeiter haben, dass die wirklich einen inhärenten Wert haben, wo es wirklich Leute gibt, die, wenn es auch nur ganz wenig wert ist, diese Daten haben wollen oder die zumindest Metadaten darüber haben wollen. Was man sich klar machen muss, ist, was eigentlich das Schutzziel ist. Das machen auch die wenigsten Leute. Das Schutzziel Nummer eins ist eigentlich immer noch Verfügbarkeit. Man will immer noch auf seine Daten zugreifen. Man will als Nummer eins, man will, dass man später da rankommt, und man will als Schutzziel Nummer zwei, dass niemand anderes das kann. Und Schutzziel Nummer eins wird meistens von den, ich habe einige Krypto-Partys besucht, wird ziemlich häufig unterrepräsentiert. Da wird den Leuten ultra komplexe Passwörter übergeholfen, dass sie dann im Zweifel da zwei Jahre später an ihrer Festplatte nicht mehr rankommen. Da wird den Leuten eben nicht vermittelt, dass wenn eine Schutzmaßnahme so paranoid, so überbordend ist, dass sie dann keine Lust mehr daran haben, darauf haben, das umzusetzen. Wenn sie einfach ewig warten, bis sie an ihre Filmfestplatte, an ihre Daten rankommen, dann werden die Leute Kryptografie nicht benutzen. Das Problem ist dort also ein ausgewogenes ein ausgewogenes Mittelfeld zu finden, in dem opportunistisch sicher genug Kryptografie erstmal auf alles, wo es einfach ist, wo es geht, draufzupacken, aber auf der anderen Seite nicht dafür zu sorgen, dass die Leute am Ende von der Publikation ausgeschlossen sind, oder was man gerne hat, dass die E-Mails irgendwo rumliegen, wo sie nicht mehr suchbar sind, und die Leute dann meinen, ja, ist toll, dass ich lauter PGP-Mails habe, aber so jedes Mal wirft mir mein Thunderbird irgendwie tausende von Login-Fenstern, wo ich meine Passphrase eingeben soll, und ich muss irgendwie Thunderbird beenden, und wo die Usability eigentlich einer Benutzung auch im Weg steht. Dazu kommt, dass man, wenn man zum Beispiel seine Festplatte verschlüsseln möchte, weil man gerne lokale Sicherheit hat, hat man überhaupt nichts gewonnen, wenn der Rechner eh von Viren und Würmern durchseucht ist. Dann kann man seine Festplatte noch so gut verschlüsselt haben, wenn man die Passphrase auf irgendwas eingibt, was einem nicht gehört mehr, weil irgendjemand anders die Kontrolle über diesen Rechner übernommen hat. Dann kann man sich die Kryptografie lokal zumindest sparen.
Für die Transportsicherheit ist es nicht so einfach, aber auch dort ist Stichwort Quellentelekommunikationsüberwachung, wo die Polizei auch der Meinung ist, na dann gucken wir mal, dass wir dort Software, die unter der Kontrolle des Staats steht, auf dem Rechner installieren, um vor der Verschlüsselung schon drauf zuzugreifen. Hast du genau das Problem, dass dir nachträglich rangenagelte Kryptografie, wo du nicht im Vorfeld darüber nachdenkst, auf welche Anhänge du da geklickt hast, auch nicht so sonderlich sicher ist. Es gibt Leute, die mit einer Vehemenz hergehen und die sagen, die Software, die du da installierst, die hilft dir auch gegen die NSA und damit bist du Industrial Grade geschützt vor allem. Sicherheit ist aber kein absoluter Begriff und wenn die NSA hinter dir her ist, dann hast du wahrscheinlich ganz andere Probleme. Dann hast dein Rechner, den du irgendwo bestellt oder gekauft hast, wahrscheinlich eh schon mit einer Backdoor vorinstalliert. Deswegen mach lieber, dass die NSA nicht hinter dir her ist. Und das kann man am besten machen, naja, indem man schon mal Kryptografie benutzt, indem man dafür sorgt, dass in großem Stil Informationen, Metadaten, Inhaltsdaten nicht bei irgendjemandem landen, bei dem man das nicht möchte. Und an der Stelle muss man sich dann auch die Frage stellen, ob es Sinn macht, die Kommunikation mit der Cloud zu verschlüsseln, indem man dann seine Daten meistens in fremder Jurisdiktion irgendwo unverschlüsselt wieder ablegt. Das heißt, es ist toll, dass ich mit Apple kommuniziere und die Verbindung verschlüsselt ist, dass ich mit Google kommuniziere, dort meine gesamten Passwörter für WLANs oder meine Kalenderdaten hinterlasse, wenn doch am Ende wieder die Dienste bei Google reinmarschieren können. Also ist es wichtig, sich das Ziel zu definieren, gegen wen man überhaupt erstmal sicher sein möchte. Und einer der Dinge, gegen die es schon mal hilft, ist meistens der Nachbar. Kommt immer darauf an, wie begabt jetzt das Nachbarskind gerade ist und was sie mit den Daten anfangen. Aber das ist eigentlich schon mal neben der opportunistischen Krypto, um Massenüberwachung zu verhindern, ist es ganz praktisch dafür zu sorgen, dass Leute, die dein WLAN mit benutzen, wenn man Freifunk eingerichtet hat, gucken vielleicht Leute auf dem Uplink damit drauf. Weiß nicht, wie man den Menschen da vertraut, macht das dann schon Sinn, zumindest Transportverschlüsselung sich anzugucken. Oder um es zusammenzufassen, das Sicherheitsziel sollte sein, am Angreifer irgendwie so sportlich zu möglich zu machen, an die eigenen Daten ranzukommen, ohne sich selber total paranoid von den eigenen Daten auszuschließen. Ja, eins der Beispiele ist halt dieses Passwort, was dir auch in einigen Softwarelösungen zwangsübergeholfen wird, wo du Hieroglyphen eingeben muss, wo Zahlen, Sonderzeichen, Großbuchstaben dabei sind, was ich keine Sau merken kann und dann im Zweifel doch wieder den Zettel draußen benutzt, ohne. Und am schlimmsten sind die Systeme, die dir auch noch verbieten, lange Passwörter zu benutzen und die dir dann sagen, dein 120-Zeichen-Satz, den du da gerade mühsam eingetippt hast, der sei nicht sicher genug, weil da nicht genug Entropie drin ist. Was nicht so richtig viel Sinn macht, weil so ein Algorithmus üblicherweise keinerlei Ahnung hat, wirklich rauszurechnen, wie viel Entropie in deiner Passphrase gerade drin ist. Und die deutsche Sprache hat verdammt viele Wörter und die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Satz, den du zusammensetzt, genau in dieser Variation gerade von dir hingeschrieben ist, ist einfach ziemlich gering. Und deswegen würde ich auch jedem, bevor ihr euch dort Sonderzeichen und Zahlen und irgendwelche Großbuchstaben anstellen, die dann wie mit englischer Tastatur eh nicht funktionieren, reintut, macht lieber einen langen Satz mit ein paar Großbuchstaben drin, fertig, mache ich auch. Wenn man dann dem Betriebssystem so weit vertraut, dass man da glaubt, keine Backdoor drin zu haben, wenn man denkt, dass man sich dort nicht selber ausgeschlossen hat, ich sehe gerade, ich bin ein paar Folien daher, dann kann man sich darüber Gedanken machen, was in der tagtäglichen kryptografischen Kommunikation, die man mit den Servern, die irgendwo in der Welt stehen, wem man da als Vertrauensanker eigentlich die Verantwortung delegiert, sich darum zu kümmern, ob die Gegenseite wirklich diejenige ist, mit der man da spricht. Die Wahrheit ist, man vertraut gerade wieder Apple, Google, Mozilla, wem noch? Microsoft, die eine Liste von Zertifikaten vorausgeliefert haben in den Browsern, die im Zweifel dann belegen, dass die Gegenstelle, die dir gerade eine kryptografische Verbindung anbietet, genau derjenige ist, von dem du da glaubst, dass das ist. In der Firma kann man das vielleicht noch delegieren an die Sicherheitsbeauftragten. In der Firma gibt es vielleicht einen lokalen S/MIME-Server, der zumindest für die interne Firmenkommunikation die Delegation abnimmt. Aber im echten Leben, also wer von euch hat das Web of Trust wirklich verstanden?
WebAuthTask sagt euch was, so eine PKI, so eine Schlüsselinfrastruktur. So, ich sag da immer, das ist irgendwie das erste soziale Netzwerk für Aluhüte gewesen, wo man ziemlich leicht nachgucken konnte, wer kennt eigentlich wen und wer zu welcher Zeit schon Kryptographie benutzt, wo sind welche Signaturen her, was dann auch wieder einen lustigen Graph ergibt, wo man weiß, welche Leute zu welcher Zeit zusammengekluckt haben. Und die Metadaten, die da drin stecken, sind irgendwie auch wieder ein ja, ganz eigenes gebrochenes Schutzziel, sodass das, was dann eigentlich in dieser Public-Key-Infrastruktur, die einem PGP anbietet, ist auch wieder mit Arbeit verbunden. Man muss erstmal rausfinden, welches Problem diese kryptografischen Werkzeuge eigentlich im Zweifel immer lösen sollen. Und da gibt es jetzt da gibt es jetzt diese Kenntniskurven, von denen ich davon erzählt habe. Es gibt auf der Welt so eine Handvoll begabter Mathematiker, die machen Kryptoanalyse, denken sich tolle kryptografische Algorithmen aus, weil sie ungefähr wissen, was sie da vorhaben. Es sind symmetrische Algorithmen, in denen sie so viele Daten am Stück möglichst durcheinander scramblen wollen, dass man ohne den Schlüssel da nicht rankommt. Oder sowas wie asymmetrische Kryptographie, wie so komplexe Operationen, dass man sich Schlüssel mit jemandem austauschen kann, mit dem man vorher keinerlei Assoziation hatte, die am Ende vielleicht noch signiert sind. Und diese Mathematiker kämpfen sich dann in irgendwelchen Battles, in denen man einfach kein einziges Wort versteht, wenn die da ihre Papers zerpflücken, kämpfen sie sich gegeneinander. Dann kommt so eine Handvoll kryptografisch mehr oder weniger begabter Programmierer, die versuchen zu verstehen, was die Mathematiker sich da ausgedacht haben und die das dann umzusetzen, versuchen in Bibliotheken und in diesen Bibliotheken möglichst die von den Mathematikern definierten Sicherheitsgarantien nicht noch zu unterminieren, indem sie da Seitenkanalattacken oder wie Timing-Attacken da irgendwie reinbauen oder gar in der Software selber Programmierfehler reintun, mit denen man dann die Bibliotheken wieder kompromittieren kann. Darunter gibt es dann eine Handvoll so kryptografisch eher doch weniger interessierter User-Interface-Programmierer, die schon verstanden haben, dass es dann die Kryptografie braucht, aber dann die Abstraktion der Bibliothek dahernehmen und meinen, das bringen wir jetzt dem Benutzer da mal näher und versuchen Abstraktionen rauszuführen, die dann der Benutzer benutzen kann, aber dann landet es meistens immer noch nicht beim Benutzer, weil dann ist dann sowas wie hier die Aktivisten und Aktiven, die rumgehen und versuchen bei Familie und Freunden und befreundeten Aktivisten mal Kryptografie an den Start zu bringen. Die müssen sich dann wieder Software aussuchen, die hoffentlich die richtige Bibliothek ausgesucht hat, die hoffentlich die richtigen Kryptoprimitiven implementiert hat, die von den richtigen Mathematikern wieder ausgedacht worden sind. Und wenn man entlang des gesamten Stacks dann irgendwie nicht den Überblick verloren hat, dann gibt es dann noch die riesige Schar von Benutzern, von denen wir eigentlich wollen, dass sie dann ihre Daten mal schützen. Und die haben eigentlich, die wollen halt diesen Mach-mal-sicher-Knopf. Die wollen einfach sich nicht irgendwie groß überlegen, wer gerade in ihrem sozialen PKI-Netzwerk ist. Die wollen einfach nur so bequem wie möglich den bestmöglichen Schutz wie möglich haben, wenn man sie nicht anders incentiviert, zum Beispiel durch rechtliche Verpflichtungen oder dienstrechtlich, dass man ihnen sagt, dass da sind Daten des Kunden und wenn die irgendwo verloren gehen, dann haben wir ganz doll ein Problem. Blöderweise haben wir nicht ganz doll ein Problem, weil das Recht heutzutage bei Datenverlusten, so eine große Firma interessiert es nicht. Wenn sie Daten verliert, dann sind es eigentlich nicht ihre Daten, sondern macht halt manchmal ein bisschen schlechte Presse. Und dann gibt es so große Firmen, die meinen, naja, so der Wert von einmal richtig Kryptografie zu implementieren ist gerade so was wie 2 Millionen. Und der Wert, wenn uns einmal Userdaten abhanden kommen, ja, den Leuten da Mails hinterher schicken, sie bitten das Passwort zu ändern und dann irgendwie hoffen, dass sich keiner das im nächsten Jahr merkt, ist so bei 200.000. Und dann ist die Mathematik nicht so besonders schwierig. Also solange die Incentivierung falsch rum ist, solange man einfach Daten verlieren kann, ohne selber Schmerzen dafür zu empfinden, werden auch Firmen nicht ernsthaft anfangen, größere Mengen Geld in die Hand zu nehmen oder die Ressourcen drauf zu werfen, die Datenverluste durch geeignete kryptografische Maßnahmen zu verbessern. Wir haben, wenn man jetzt so eine Bibliothek nimmt oder so eine Software nimmt oder irgendwie die Algorithmen nimmt, haben wir immer so ein Lingo-Problem. Wir haben immer, in jeder Kohorte gibt es so eine Sprache, die irgendwie auch sehr bewusst benutzt wird, irgendwie einerseits um effizient kommunizieren zu können, aber auf der anderen Seite auch um so ein bisschen ausschließen zu können. Und wenn man Glück hat, gibt es in diesen Communities Leute, die wissen, wie wichtig Kommunikation zwischen diesen Schnittstellen der Bibliotheken und zwischen den
Algorithmen und der APIs und der Software ist und die am Ende vielleicht auch noch User-Dokumentation hinlegen, die es einem da so ein bisschen erklärt, was da gerade im Hintergrund passiert. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben Großteil der Nerds in letzter Zeit Menschen, die darin Begabung haben, Informationen zu vermitteln darüber, wie Kryptografie funktioniert und welches Ziel gerade erreicht wird, die wurden so ein bisschen belächelt. Das sind wie so, ja, Gestalter, die ganze Zeit nur am Koksen und weiß mal, die machen ja nichts Ordentliches. Und dieser Snobismus in der Hacker-Szene, der hatte auch ein bisschen dazu geführt, dass Open-Source-Software halt so aussieht, wie sie gerade aussieht. Die Leute, die es wissen, wissen, was es ist. Und das ist so eins der ersten Dinge, wo wir uns an die Nase fassen müssen, um erstmal aufzupassen, dass wir dort wieder Anschlussfähigkeit herstellen beim Großteil der Bevölkerung, weil die ganzen technischen Möglichkeiten, die gerade im großen Stil deployed werden, die die Geheimdienste haben, die aber auch Wirtschaftsspione haben, was ja irgendwie auch überschneidende Mengen sind, am Ende kochen die auch nur mit Wasser, die haben nur echt verdammt viel Wasser und die nehmen auch erstmal die Low-Hanging-Fruit und sammeln und vielleicht können sie es irgendwann gebrauchen. Und wenn Hardware so billig geworden ist, dass sie einfach mal Telefongespräche in alle, die gerade stattfinden, auf die Festplatte wegspeichern können und das irgendwie alles indexieren können, um da dann in 5 Jahren einfach mal Big Data in der nächsten Generation drüber zu werfen, dann ist das schon ein ganz realistisches Szenario, wo man sich plötzlich vorstellen kann, warum es doch vielleicht eine gute Idee ist, wenn man statt unverschlüsselt zu telefonieren, sich irgendeinen Messenger nimmt, der Kryptografie eingebaut hat, weil dann eben derjenige ist, der nicht durch Zufall in irgendwelche Raster reinfällt, die einem dann am nächsten Tag das SEK vor die Tür stehen lässt und dich mal kurz durchsucht. Und während wir in Deutschland da eher noch so Fleisch drüber lächeln, also es gibt einige SEKs in Deutschland, die auch da mal gerne 109 Patronen leerballern, aber in anderen Ländern heißt, dass dort die Geheimpolizei vor der Tür steht, schon eher, dass du deine Familie für eine Weile nicht siehst. So dass so auch ein wenig die Verantwortung für Leute, denen man Technologien näher bringen sollte, mit dem Wissen, was wir haben, wir diese Verantwortung dann eben nicht an irgendjemanden delegieren, der dann mal die schönere Software vielleicht auch für Geld schreiben sollte, sondern dass wir uns da auch sehr bewusst auf der einen Seite mit der Wissensvermittlung, wie es hier auf der CryptoCon passiert, auf der anderen Seite aber auch mit dem einfacher Machen von Software beschäftigen sollen. Und auch dort stellt sich die Frage, wem dann die Programmierer, aus welchem Grundvertrauen, wie das aussieht. In den meisten Szenen ist der Umgangston ziemlich rauer. Und wenn man mal einen Fehler gemacht hat, dann ist die Fehlerkultur auch nicht die allerflauschigste. Man ist dann normalerweise Häme ausgesetzt, weil sich mit Kryptografie zu besetzen, ist da irgendwie, ich weiß nicht, offensichtlich so ein Alpha-Männchen-Ding oder so, wo man jemandem was beweisen muss, was ich echt schade finde, weil eigentlich ist es ist wie beim Fliegen. Man sollte aus Abstürzen möglichst effizient und möglichst viel daraus lernen. Man sollte nicht versuchen, das unter den Teppich zu kehren. Man sollte mit den Fehlern ganz offen umgehen und man sollte auch versuchen, in der Community einfach das zu kommunizieren und man sollte dann versuchen, demjenigen, der mit seinen Fehlern offen umgeht, eben nicht mit der Häme zu begegnen, sondern einfach selber daraus zu lernen und zu schauen, dass man das nächste Mal auf dieselben Fehler nicht reinfällt. Also wem vertrauen Entwickler, wer bekommt dann so für die kritische Infrastruktur, die wir so in der ganzen Welt gerade gebrauchen, wer bekommt da Schreibzugriff? Na, wir haben gesehen, so letztes Jahr Heartbleed, das war so OpenSSL, ist so die Bibliothek, die da draußen am weitest verbreiteten ist, um Kryptografie zu machen. Wenn man sich mit seinem Browser irgendwo mit dem Server verbindet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da diese OpenSSL-Bibliothek läuft, ziemlich hoch. Und dann hat sich eine Betriebssystemdistribution namens OpenBSD infolgedessen dann mal angeguckt, was da im Laufe der Jahre für ein Code-Moloch gewuchert ist und haben dann sofort die Reißleine gezogen und haben gesagt, das ist eigentlich, wenn das der Kern unseres sicheren Betriebssystems sein soll, ist es einfach nicht weiter zu, nicht mehr weiter zu benutzen. Sie haben sofort dieses Projekt geforkt, haben da mal ein paar Bomben reingeworfen, um die Codequalität allein von der Formatierung, dass man, dem man hinterhergehen kann, dass man verstehen kann, was diese Software funktioniert. Sie haben versucht, Dokumentationen ranzuklemmen und sind da jetzt so seit einem Jahr dabei und sind sich immer noch nicht, jetzt nach einem Jahr sehr intensiver Pflege, immer noch nicht sicher, dass diese Bibliothek so weiter zu benutzen ist.
Apple hat die Reißleine schlauerweise schon vor ein paar Jahren gezogen, hat klammheimlich eine eigene Distribution rausgebracht, eine eigene Kryptobibliothek. Aber viele Open-Source-Betriebssysteme gerade benutzen noch weiter OpenSSL, ohne da ernsthaft mal reingeguckt zu haben. Die Frage ist, wie kommt das dazu? Wer reviewt eigentlich aus welchem Grund so eigentlich stinklangweiligen Code? Das ist ein Problem, dass die meisten Leute, ich glaube, Kurt Vonnegut hat mal gesagt, das Problem mit der Menschheit ist, dass viele Leute wollen einfach nur bauen, aber so pflegen, da kann man eigentlich so, ne, wenn man so eine Brücke einweiht, irgendwie dieses Band durchschneidet, ist die ganze Presse dabei. Wenn man da der Politiker ist, der die Brücke am Ende weiter pflegt, da kommt keine Presse mehr dabei, die kommt dann irgendwie nur noch, wenn die Brücke einstürzt. Und die Anreize eigentlich in unserer Gesellschaft sind ja schon, wir sind ja schon schlau genug, dass wir das, was unsere Vorväter irgendwann mal aus dem Boden gestampft haben, so die Autobahn, na, vielleicht schlechtes Beispiel, aber das Infrastruktur, die wir benutzen, dass die gepflegt wird, weil wir auf diese Infrastruktur sowohl als Zivilgesellschaft als auch als Wirtschaftsgesellschaft darauf angewiesen sind. Und Frage ist, wie kompensiert man als Gesellschaft die freiwillige Arbeit, die Energie, die irgendjemand in so eine Implementierung steckt? Wie wird der Druck abgemildert, die dann auf den wenigen Schultern gerade ruht, wenn sie mal einen Fehler gemacht hat? Wie sieht es mit der Haftung aus, wenn eine Firma wie selbstverständlich diese Bibliothek benutzt und plötzlich stellt sich darin ein Fehler raus? Was kann man dieser Firma dann zumuten? Hätte die Firma dann vielleicht im Vorfeld schon mal einen Audit anfordern müssen, bevor sie dort einfach eine Bibliothek benutzt von zweifelhafter Codequalität? Und sollte sich nicht die Gesamtgesellschaft dafür einsetzen? Sollten nicht wir versuchen, künstliche Incentives zu schaffen? Wäre es nicht toll, wenn Firmen, die irgendwie Open-Source-Entwicklung entweder selber betreiben oder die Open-Source-Entwicklung auditieren, sollten die nicht irgendwie steuerliche Vorteile bekommen? Sollten wir nicht an den Universitäten hingehen und sagen, wer studiert, wer irgendwie ein technisches Fach studiert, der sollte einmal im gesamten Studium ein formales Audit vom Stück Software durchführen? Das heißt, man kriegt einen Schein dafür, dass man sich ein Open-Source-Projekt nimmt, dass man das durchgeht, dass man am Ende dann irgendwie hinschreibt, was man da drin gefunden hat. Und Zweifel hat man erstmal was gelernt. Man hat gelernt, dass andere Leute in Bibliotheken auch nur mit Wasser kochen. Man hat gelernt, wie gute und schlechte Programmierpatterns aussehen. Und man hat natürlich diesem Open-Source-Projekt wieder was zurückgegeben. Und da draußen lauern ganz viele Studenten, die eigentlich nur noch mal den Restschub an Stups brauchen, um sich genau dieses Themas dann anzuwenden. Es wird viel gesagt, man soll einfach Geld draufwerfen. Ist ein Problem, weil, also Geld draufwerfen im Sinne von mal den OpenSSL-Team so finanziell unter die Arme greifen oder Werner Koch, der GNU-PG geschrieben hat, dass man denen jetzt mal bezahlen soll, ist halt immer so ein bisschen problematisch, weil wenn man anfängt mit der Geldkieskanne rumzugehen, braucht es auch irgendwie Controlling. Da braucht es dann, wenn sich rausgestellt hat, der hat in den letzten 10 Jahren so Code geschrieben, der riecht da so ein bisschen muffig an der einen oder anderen Ecke. Warum sollte man dann irgendwie einfach ohne Zielvorgaben noch Geld hinterherwerfen? Und meistens wollen ja Open-Source-Programmierer nicht mal Kohle. Sie wollen vielleicht irgendwie ihre Familie ernähren und sich dann mal ein halbes Jahr irgendwie sowas, so, also sie wollen ihren Verdienstausfall kompensieren, kann man drüber reden. Die Frage ist aber immer noch, ob irgendwie Geld dann das Allheilmittel ist. Wenn man das nämlich so tut, dann kommen plötzlich die Bösen. Da gibt's so in Siemens oder T-Systems gibt's so ganze Abteilungen, die sind darauf spezialisiert, sich so Förderkohle abzugreifen. So für Ausschreibungen und die machen dann diese berühmten verkackten IT-Großprojekte, wo sie dann am Anfang anfangen, da den Fuß in die Tür zu bekommen und dann sagen, oh, kostet alles gar nicht so viel, und dann wird dieses Projektbudget immer aufgebläht und man ist wie locked in, weil naja, kann man jetzt, haben wir so viel gutes Geld investiert, da muss man noch ein bisschen mehr hinterherwerfen. Das ist ein Problem. Es gibt aber in den USA gibt es irgendwie so ein ganz großes, es gibt dieses Silicon Valley. Das ist, was wenige Leute wissen, von der DARPA damals auf den Boden gestampft worden. Die hatten eine ziemlich schlaue Idee. Die haben für ihre ganzen Projekte immer so Aufträge vergeben, immer so im 20.000, 25.000 Dollar Bereich, wo sie gesagt haben, ja, macht mal unsere Programmkomponenten, und dann haben sie auch mal dieselbe Aufgabe dreimal
verteilt an Firmen und dann konnten diese Firmen dann diese Lösung abgeben, mussten das ordentlich dokumentieren und die DARPA hat sich dann die beste Lösung ausgesucht und hat dann, wie gesagt, jetzt haben wir die Komponente fertig, jetzt können wir weitere Firmen daherkommen und diese Komponenten integrieren oder sich noch bessere Dinge ausdenken. Die haben also nie auf eine kleine zentrale Stelle große Mengen Steuergeld geworfen, sondern immer sich dort junge Firmen, die dann sich die Beine ausgerissen haben, da mitspielen zu dürfen, damit auch gefördert. Und das ganze Silicon Valley ist eigentlich mit dieser sehr, sehr feingliedrigen Gießkanne groß gepusht worden. Es gibt eigentlich wenig Grund, außer dass bei uns natürlich in den entsprechenden Ministerien nicht besonders IT-Projektmanagement-begabte Menschen sitzen, was man natürlich ändern kann. Aber ansonsten gibt es auch wenig Grund, warum wir hier nicht dasselbe hinbekommen sollten. Und wir müssen das hinbekommen, bevor andere Leute auf die Idee kommen, jetzt mal Kryptographie für den Staat zu implementieren, natürlich gleich mit der Backdoor für die Bedarfsträger. Wo wir schon wieder bei dem Problem sind, dass die Delegation der Verantwortung für wer jetzt garantiert, dass derjenige, mit dem wir da gerade reden, der ist, von dem wir das meinen, sollen natürlich nicht diejenigen sein, die auch wieder ein Interesse daran haben, doch mal vielleicht noch über eine Backdoor in unsere Kommunikation reinzugucken, weil wegen, wissen schon, die Kinder oder dem Terror oder sonst was, sondern wir müssen aus unserer Community heraus vehement Wert drauf legen, dass das alles Open Source wird, dass, wenn der Staat Software finanziert, dass es eigentlich genau keinen Grund gibt, warum die Software nicht auch Open Source ist. Wir sind diejenigen, die im Zweifel dann demnächst wie genau in den Ämtern sitzen, wenn wir wie unsere Studiengänge fertig haben und können das den Leuten dann mit dem Wissen, was wir hier unter anderem auch akkumulieren, dort durchdrücken können. Und die Wahrheit ist, dass irgendwie so 20.000, 25.000 Dollar irgendwie ist eigentlich auch noch im Budget von so einem Stadtsäckel von irgendwie einer mittelgroßen Stadt, wo der Bürgermeister sich dort vielleicht einfach mal hervortun kann, als dass er jetzt derjenige ist, der, lass es Merseburg sein, sich da als die Kryptostadt mitten im Herzen Sachsens herausgetan hat. Die Frage ist, was können wir tun? Wir haben es geschafft, dass inzwischen diverse kryptografische Begriffe und diverse Konzepte der Überwachung zum Haushaltswissen gehören, was schon ein ziemlich cooler Anfang ist. Und wenn man dann davon anfängt und weiter darauf drängt, dass Kryptographie nicht nur zum Haushaltswissen gehört, sondern auch bei jedem Politiker einfach so das Buzzword wird, mit dem man sich dort profilieren kann, dann haben wir am Ende gewonnen. Kannst du mal kurz ein Beispiel nennen von Sachen, die so im Debattenvortrag gelandet sind, an Begriffen, die relevant sind für das Thema? Ich weiß nicht, ich habe gerade nichts überlegt. Also PGP haben vielleicht so ein paar Leute schon mal gehört, aber grundsätzlich weiß ich nicht. Ja, also na, also erstmal, wenn du irgendwie das, wenn du Online-Banking mit deinem Vater, mit deiner Mutter besprichst, dann hast du bestimmt auch schon das Schloss da erwähnt und SSL ist meistens ein Begriff, also zumindest in dem Freundeskreis, aber eigentlich ist so die NSA-Debatte, da weiß einfach irgendwie grob jeder was anzufangen und irgendwie Verschlüsselung an sich und dass es irgendwie sein muss, ist einfach als Konzept, so ist so oft durch die Tagesschau getragen worden, die Leute wissen, dass sie irgendwie Verschlüsselung brauchen, aber sie wissen nicht, womit ich auch angefangen hatte, vor wem und welche Werkzeuge ihnen das liefern. Das ist halt dann genau das, oh ja, die E-Mail. Und die E-Mail hätte sowas Tolles werden können, also für bestimmte Bereiche der Behördenkommunikation. Ja, das war so, hätten sie es dann nicht absichtlich verkackt, um da wieder reingucken zu können, wäre irgendwie die E-Mail ja auch, also sie hätten es vielleicht auch nicht absichtlich von E-Mail so abweichen lassen sollen, dass es mir nicht mehr zusammenspielt. Aber ja, das wären eigentlich so, wenn sie es ausgeschrieben hätten und wenn sie es dann irgendjemanden hätten specken und implementieren lassen, der sich damit auskennt und der vielleicht auch mit mehr Werf dabei ist als jetzt so eine Behörde, dann hätte auch die E-Mail was werden können. Ja, sehr schade. Und ich denke, ich glaube, ich habe noch ein paar Punkte überlesen, aber eigentlich war das im Groben schon, was ich sagen wollte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und
da wir mit der Fragerunde schon angefangen haben. Ich kann es ja dann nochmal wiederholen. Also die ich weiß nicht, ob das zu weit geht. Meine grundsätzliche Frage ist halt, wir wissen halt alle, also ich denke, die meisten hier wissen halt, dass es so Probleme gibt, dass wir Sachen verschlüsseln sollten, dass es nicht jeder sagen sollte, eigentlich haben wir nichts zu verheimlichen, sondern dass halt Daten in den Bereich der Leute gehört, die sie besitzen. Aber was mein Problem ist halt, ich höre das halt jetzt irgendwie seit 2-3 Jahren immer wieder in diesen Vorträgen, ist, dass halt immer nur gesagt wird, ja, wir müssen den Leuten näher bringen, dass sie ihre E-Mails verschlüsseln, dass sie ihre Festplatten verschlüsseln, dass sie ihre Rechner verschlüsseln. Wir müssen ihnen die Werkzeuge geben, um das halbwegs sinnvoll selber tun zu können. Aber praktisch ist es halt so, dass es alles auf Cloud hinausläuft. So, und ich meine, Microsoft kam mit BitLocker um die Ecke, jetzt gab es da mit TrueCrypt, Apple hat sogar angefangen. Festplattenverschlüsselung, so auf einigen Linux-Systemen ist es inzwischen. Ja, es gibt doch mal so ganz viele Dienste, die am Ende nur dezentral funktionieren. Das ganze Torrent angucken. Ihr selber sagt halt vom CCC, dass es cool wäre, wenn die Leute mehr eigene Torrent-Server bringen können, damit ihr das dezentraler gestalten könnt, weil, ne, sobald halt einer der Server kompromittiert ist, hat da das ganze Netzwerk ein Problem. Das ist ja das Problem, was wir auch mit Torrents haben. Da hast du dir aber schon sehr bewusst ausgesucht, dass du genau diese eine Datei gerade verteilen möchtest. Und Dezentralität ist auf die Art und Weise, wenn du in großen Mengen leicht zu reproduzierbare Daten verteilen möchtest. So im Torrent hast du üblicherweise ISO-Images von deiner Linux-Distribution. Da, naja, das ist ja. Da hast du üblicherweise Daten, die sind halt weder privat noch besonders wertvoll im Einzelnen. Die kannst du wieder leicht reproduzieren. Das hat überhaupt nichts damit zu tun mit deinen Familienfotos. Das ist wie einmal ein komplett anderes Konzept. Und wenn du Torrents benutzt... Es geht prinzipiell um Daten, die man austauschen miteinander. Es ist vollkommen egal, ob das, tut mir leid, sorry für den Stream, Kinderpornos sind oder was weiß ich, private Daten, Bankdaten oder sonst irgendwas. Es geht erstmal darum, dass es prinzipiell... Also entweder man redet von Verschlüsselung, dann ist halt alles verschlüsselbar. Oder man redet von Daten, die halt akzeptabel verschlüsselt werden sollen. Und das ist für mich dasselbe. Tut mir leid. Es gibt im Zweifel benutzt du ja, wenn du E-Mail-Verschlüsselung benutzt, dann hast du ja irgendwie sowas von 3-4 Layers von Kryptographie übereinander. Du hast irgendwie eine Verschlüsselung zu deinem Mail-Server, mit der wie TLS spricht. Wenn idealerweise verschlüssel ich noch kleinzeitig, dann... Genau, dann hast du noch PGP oben drauf und dann hast du irgendwie noch IPsec bei den Providern untereinander, die da Mails abliefern und hast dann mehrere Layer übereinander und diese ganze opportunistische Krypto, die sorgt schon mal dafür, dass man nicht eben nebenbei lauschen kann, dass irgendwie der Aufwand, um alles abzuschnorcheln, erstmal, es wird dir nicht mehr auf dem Silbertablett präsentiert. Der Aufwand ist irgendwie deutlich höher und jede weitere Layer von Kryptographie, die du oben drauf tust, was heutzutage auch irgendwie ressourcenmäßig kaum noch was kostet, erhöht dann wieder die Sicherheit des Einzelnen davor, dass die Daten dann irgendwo in Datenhalden dann vielleicht sogar unverschlüsselt rumliegen. Ja, wie du schon sagtest, das ist noch das Problem zwischen Usability und, ich weiß nicht, das kommt, verschlüsselst du wirklich all deine Kommunikation? Wo der Kommunikationspartner das kann, ja. Also auch wirklich sehr bewusst. Okay. Also ich wäre gern nicht so faul. Also ich lebe da irgendwie auch manchmal unter Schmerzen. Ich habe ja irgendwie manchmal so Projekte am Start, wo ich da mal eine Woche lang versuche, nur mit Tor durchs Netz zu surfen und sehe, was ich alles dann plötzlich nicht mehr darf, welche Seiten mich da irgendwie ausschließen. Ich versuche natürlich auch, Leute davon zu überzeugen. Aber wenn du jemanden versuchst zu überzeugen, jetzt PGP zu benutzen und dann installierst du ihnen ein Stück Software und musst dann eigentlich schon mal grob 3-4 Konzepte erklärt haben, warum der Schlüsselaustausch so nervig ist, weil es irgendwie gerade keine Instanz gibt, der man per se trauen will, außer vielleicht du und ich, wenn wir uns den Schlüssel jetzt gegenseitig in die Hand drücken, braucht es ja immer so eine Public-Key-Infrastruktur mit irgendeinem Trust-Anchor. Ja, am besten noch mit Leuten, die dein Keys signen und so. Das kannst du in normalen Menschen einfach nicht anbieten. Sorry, das geht nicht. Was ich gemacht habe, ich hatte dann ein Projekt bei so einer größeren Wochenzeitung, wo die wollten einen sicheren Briefkasten haben, dass man Dokumente einliefern kann und diese Dokumente dann verschlüsselt bei den Redakteuren landen. Das größte Problem war, dass die Redakteure vorher noch nie was von Verschlüsseln gehört haben. Aber das Tolle war, dass Kryptographie hat so dasselbe Problem wie Telefonie. Wenn du nur ein Telefon hast, das ist nicht besonders nützlich.
wenn du ja, das gab doch das Problem ursprünglich mit dem Telefon. Ja, oder so, wenn du aber irgendwo öffentliche Münzwählfernsprecher hinbaust, wo jeder einfach mal rein kann und die Dinge abnehmen, telefonieren, dann ist plötzlich dein Telefon als derjenige, der es zu Hause hat, um Größenordnung nützlicher. Und genau dasselbe ist passiert, als ich da mit den Redakteuren mich da zusammengesetzt habe. Die haben schon ganz grob verstanden, sie wollten sich damit die Blöße nicht geben, wie Kryptografie funktioniert so, aber wie das Ganze installieren ist, und außerdem kennen sie ja eh niemanden. Und plötzlich hatten sie, weil es einen Server im Netz gab, der Daten entgegengenommen hat und als PGP-Mail wieder an die Redaktionsliste losgeschickt hat, hatten sie in ihrem täglichen Workflow PGP dabei. Sie mussten jetzt nicht irgendwie erst bootstrappen und dann irgendwie so vorsichtiges, kannst du, nee, ich auch nicht, dann machen wir lieber so. Hatten sie dann plötzlich, wenn jemand sagte, nee, ich würde hier was leaken, aber ich mache nur verschlüsselt, so, hier ist mein Key. Da haben wir dann schon öfter erlebt, dass Leute dann einfach wirklich nur geblufft haben und dann ihnen das peinlich war. Und am Ende sind die Redakteure dann bei ihren Admins vorbeigegangen, haben sich darüber beschwert, dass auf ihrer Community-Seite kein Feld für ihren Fingerprint für ihren Key dabei war. Und das ist dann am Ende genau, was rauskommt, wenn man den Leuten die Möglichkeit an die Hand gibt, wenn man es in ihren täglichen Workflow integriert. Dann haben sie auch grob verstanden, wo die Pitfalls sind und dann können sie damit auch umgehen. Und dann müssen sie nicht für alle halbe Jahre, wo mal jemand vorbeikommt und fragt, ob die auch PGP können, dann sagen die, ja, benutze ich täglich und nicht, ja, müsste ich mal wieder gucken, wo man da klicken muss. Und ja, wie die Journalisten, die sagen, sie haben kein Twitter installiert. Gut, ich will das hier nicht an mich reißen. Vielen Dank. War ein sehr informativer Vortrag. Ja, ich hätte noch so kleine Anmerkung, Frage. Also du hast ja gesagt, dass die Leute verschlüsseln sollten, damit die Geheimpolizei nicht an ihrer Türe klopft und was von denen will. Und ich kenne es eigentlich andersrum, dass man lieber nicht verschlüsseln sollte, wenn man nicht will, dass die Geheimpolizei bei einem an der Türe klopft. Und ich kenne das auch so, dass man möglichst viele, ich sag mal unschuldige Leute, davon überzeugen sollte, möglichst viel zu verschlüsseln, damit man nicht eben mehr gucken kann, wer verschlüsselt und damit seine Schuldigen sammeln kann. Zwei Dinge. Das eine ist, dass ich dieses Argument immer höre. Ich habe eine Weile lang in den besetzten Häusern Berlins immer auch so deutlich lange bevor so diese Krypto-Partys cool wurden, habe ich mich da hingesetzt und dann so an den Plenar teilgenommen, um den Leuten mal zu erklären, dass dieses mit den Computern ist nicht nur irgendwie ein fieses Herrschaftswerkzeug der Kapitalisten, die damit eigentlich die ganze Welt erobern wollen, sondern das ist auch ein ziemlich demokratisches so. Und genau dieselben Argumente kamen dann auch immer. Das ist eigentlich immer eher so, ich will mich mit diesem Thema nicht beschäftigen und ich habe dann, das ist irgendwie Kapitalismuskacke, das muss ich auch gar nicht. Lass mal irgendwie besser sein. Wir machen mal irgendwie den ganzen Kram über web.de und wir machen die Facebook-Gruppen und und verabreden uns da und dann wundern sie sich, dass die Polizei da steht bei der nächsten spontanen Aktion. Und das ist das eine. Und das zweite ist nee, es gibt inzwischen so viel Grundrauschen im Netz eh schon, dass du als jemand, der Kryptografie benutzt, eben nicht herausstichst. Meine Bank schickt mir PGP-Mails mit meinen Umsätzen. Du hast inzwischen... Welcher Bank bist du? Erzähl ich dir nachher im Kleinen. Eigentlich, ja, und S-MIME ist ganz ernsthaft im Firmenkontext einfach so weit verbreitet, dass du eben nicht herausstichst. Und dass das einfach eine Ausrede ist, meines Erachtens, dafür sich mit Kryptografie nicht auseinandersetzen zu wollen. Nein, die Polizei kommt nicht bei dir vorbei, weil du gerade Kryptografie benutzt hast. Das hört man vielleicht in einigen Entwicklungsländern zwischen Kanada und Mexiko, dass da dann vielleicht noch Besuch bekommt, aber nie. Also so war das jetzt auch nicht gemeint. Also letztendlich war mein Punkt, dass es ein sehr wichtiger Fokus sein sollte, wirklich die komplette Gesellschaft dazu zu bringen, Krypto einzusetzen, damit man eben sehr viele Leute, die eigentlich uninteressant sind, als Deckmantel hat für die Leute, die wirklich was zu verbergen haben. Das sowieso, Grundrauschen zu erhöhen. Aber auf der anderen Seite will ich auch irgendwie, ich glaube nicht, dass es uninteressante Leute gibt. Weil wie gesagt, am Ende sitzen diese Leute mit den Informationen über mich, da sitzt irgendwie die Steuerfachangestellte, die in meinem Steuerbüro arbeitet, nimmt ihre Daten mit nach Hause. Das sind nämlich nicht Leute mit uninteressanten Daten. Es gibt einfach niemanden, der wirklich da nichts, sagen wir mal, nichts zu verbergen hat. Im Zweifel ist irgendwie so ein bisschen wie mit Impfgegnern. So ein Einzelner, der irgendwie meint, da so auf sein Kind nicht aufzupassen, kann am Ende wie die Seuche, die in die Kita schleppen.
Deswegen muss man, darf man die nicht so, die haben auch meine Daten, die haben auch deine Daten und die sorgen dafür, dass dort Dinge aggregiert werden, die dann aus den Metadaten wieder Informationen über uns alle heraus extrapolieren lassen. Ich hätte vielleicht noch im Anschluss an diese Vertrauensfrage nochmal zwei Punkte so ein bisschen. Du sagst natürlich dem Software-Stack zu vertrauen ist ein problematisches Ding, aber mittlerweile können wir da ja tatsächlich auch von Hardware reden. Also wie schätzt du denn das aus deinem Erfahrungskreis ein, dass du sagen kannst, Default-Hardware, die man vom Standard-China-Manufacturer irgendwie bekommt oder vom oder anders, schauen wir in ein Routing-Produkt oder Switch-Produkt eines der größten Hersteller des Planeten rein. Da steht natürlich, also da steht der Firmenname drauf, da weiß man, dass es in den USA irgendwie gemacht und dass da eventuell Sachen in der Hardware drin sein könnten, kann man mutmaßen. Macht man die Kiste auf, sind da Chips drin, die sind von nur von Huawei. Die Firma Huawei gehört ja irgendwie nicht so ganz klar, aber hauptsächlich, ich glaube, dem chinesischen Staat. Dass da eventuell was sein könnte, ist auch klar. Und das ist der größte Hersteller von Switching und Netzwerk-Hardware. So, das ist ganz viel Aluhut, natürlich. Aber, du hast gerade mehr Angst vor China als vor den USA? Weiß nicht so genau, aber beide irgendwie, ne? So, weißt du? Ja, dass China zum APT, also zu diesem großen Bedrohungsmonster da hochstilisiert, ist ja eigentlich dazu da, um abzulenken, dass man selber derjenige ist, der in diese CPU-Level-Backdoors natürlich auch Wert drauf legt. Der nächste Hammer, der jetzt kommt. Sind die drin? Gibt es die realistisch überall verbaut seit so und so vielen Jahren in allem, was hergestellt? Mikrocodes sind wie, also der Unterschied zwischen einer Backdoor und einem Bytecode-Bug, der irgendwie dann in deiner CPU drin ist, ist einfach am Ende eine Interpretationssache. Da ist dann halt ein Bug drin, den kannst du triggern auf die eine oder andere Art und Weise. Aber was ich glaube, was gerade schlimmer ist, ist, dass nachdem dieses TPM-Monster damals so ein bisschen gescheitert ist und jetzt eher so im Kleinen dann doch standardisiert als Stein, wo man nachträglich Keys reinladen kann, passieren jetzt schlimmere Dinge, dass nämlich Speicherverschlüsselung in der CPU erlaubt, komplett Virtualisierung auf eine Art und Weise in die CPU reinzutun, wo du einfach nicht mehr nachgucken kannst, ob das, was da jetzt in den Ringen läuft, auch wirklich das ist, dem du vertraust, Also was sie wirklich tun, ist in die CPUs die Keys reinzutun und wenn sie vom Speichercontroller irgendwas abholen, dann wird das in der CPU entschlüsselt und ausgeführt und du kannst einfach dann wie nirgendwo mehr reingucken, kannst nirgendwo mehr die Füßchen abgreifen, um zu schauen, was da überhaupt ausgeführt wird und das wird dann, wenn du Glück hast, darfst du noch dein Linux trotzdem fahren, aber mit dem Linux oder einem nicht zertifizierten Programm darfst du dann eben von deinem Inhalteanbieter nicht mehr die Filme runterladen. Und wenn dort dann erstmal Code drin läuft, wo keiner mehr reingucken kann, außer irgendwie der Hersteller oder irgendjemand, der sich die goldene Nase an der Zertifizierung der Keys verdient, weißt du auch ganz genau, wer die Bedarfsträger sein werden. Und das wird nicht China sein, außerhalb des chinesischen Markts, sondern das werden genau dieselben Flachpfeifen sein, die dir wieder im großen Stil in die Karten gucken wollen. Also generell, der Hardware ist schon heute nicht mehr zu vertrauen, die man, so wie man sie in die Finger bekommt im Laden beim Business-Dealer um die Ecke oder was auch immer. Was heißt nicht zu vertrauen? Also hundertprozentiges Vertrauen ist halt eh dumm. Und Sicherheit ist auch kein, ne, nicht binär, sondern wie so ein Kontinuum. Und du kannst halt gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass die Hardware, die du dir vor 10 Jahren gekauft hast, wo du einen OpenBSD draufläufst mit irgendwie Komponenten, die abgehangen sind. Es gibt, Peter Stuge hat auf dem letzten Kongress einen Vortrag gehalten, wo er gezeigt hat, er hat irgendwie alte Hardware, die wohl verstanden ist, wo Leute schon mal den Prozessor aufgeschleift haben, hat irgendwie alle I.O.-Ports zugeklebt, irgendwie Teile abgelötet, Wi-Fi geht nicht mehr, das ist einfach ein komplett System, ein Aluhut-System wirklich und dem vertraut er, das trägt er immer mit sich mit und wie am Flugzeug gibt's nicht ab. Und der weiß halt, dass nachdem er es irgendwie zugelötet hat, hat er nie irgendjemand mehr die Finger ranbekommen. Der vertraut seiner Hardware. Natürlich kannst du so weit gehen, viele Dinge kann er einfach nicht tun, so mal eben aufklappen, WLAN und YouTube gucken, geht halt nicht, aber er hatte ein System, dem er vertraut. Und irgendwo, natürlich ist dazwischen die Wahrheit, zwischen mit einem Windows 95 irgendwie fröhlich ungepatcht weiter rumzusurfen versus dich komplett zuzunageln, ist natürlich ein weites Feld und du kannst das natürlich versuchen, immer den Leuten, die dann auch nicht alle Hardware auf der Welt dann, also so eine Backdoor, wenn die getriggert wird, fällst du ja auf und dann hast du plötzlich deine Backdoor verbrannt. Also
rollt man sowas nicht in so großem Stil aus, dass es plötzlich auffällt und die anderen auch können, sondern man sucht das schon, sich da seine Ziele sehr spezifisch aus. Also wieder macht, dass die NSA nicht hinter dir her ist. So, sorgt dafür, dass irgendwie der Nachbar plötzlich dann so, vielleicht so. Vielleicht noch zum Trust die andere Frage. Du hast angedeutet, dass natürlich bei Open-Source-Software große Probleme im Argen sind, seit spätestens Heartbleed bekannt. Und dass das Auditing ein großes Problem darstellt. Und du hast ein Beispiel oder Beispiele genannt oder Ansätze, dass zum Beispiel die normale Administration staatlicher, ländlicher oder städtischerseits sich solchen Themen über die Förderung von Studierenden oder zur Erlassung von Steuern zum Beispiel dem Thema nähern könnte. Aber gibt es denn schon Ansätze, sowas wie ein gesamtgesellschaftlich anerkanntes und jetzt nicht TÜV, Auditing, dass man mit Crowdfunding unterstützen kann, dass es Kampagnen gäbe, die in der kleinen und mittelständischen Industrie klar machen, Kryptografie ist von und für alle, solange wir von Open Source sprechen. Gibt es da Bewegungen? Ist dir da was bekannt, dass da wirklich was gemacht wird? Weil ich glaube, diese Instanz, wenn man eine neutrale Instanz hätte, die staatlich oder neutral gefördert und von der Gesamtzivilgesellschaft bezuschusst werden würde, steuerlich vielleicht noch vergünstigt wäre, dann wäre man dem Fernziel sicherer freier Software ein kleines Stück näher zumindest. Also eigentlich wäre das Aufgabe des BSI ganz klar mal, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie gerade dem Mittelstand dabei helfen, einzuschätzen, wie sie ihre Systeme absichern können. Machen die nicht. Teilweise hängt es damit zusammen, dass sie dem Mütterchen BMI unterstellt sind, die irgendwie da mit den Geheimpolizeien und mit den Geheimdiensten und Polizeien noch ganz andere Interessen haben und im Zweifel auch Sicherheitslücken, die sie finden, vielleicht lieber in den eigenen kleinen Koffer stecken für später. Es gibt Audit-Projekte, die jetzt losgetreten worden sind. Das OpenBSD-Projekt hat Funding bekommen von einigen Institutionen, um sich genau dort Probleme anzugucken. Aber das war auch nur ein Beispiel. In anderen Kontexten erzähle ich gerne, dass es ja nicht nur Programmierer oder Informatikstudenten oder technische Studiengänge sein müssen, sondern die Gestaltungsstudenten sollten ganz, ganz ähnlich auch sich an der Usability von kryptografischer Software da mal abarbeiten und dann irgendwie auch dort bewerten, wie viele Fettnäpfchen dort die Programmierer getreten sind beim Implementieren und vielleicht auch selber für einen Schein mal was hinschreiben. Also auch dort ist, oder weiß nicht, dass mal Dokumentation oder menschenverständlich. Gesamt als gesellschaftlicher Auftrag in der im Bildungssektor. Ja, natürlich. Dass also Open Source Software gefördert und unterstützt wird. Nicht nur Software, vielleicht auch Open Source Hardware oder. Am Ende. Ja. Vielleicht gibt es da Formulierungen schon, dass man zum Beispiel aus dem Bildungsministerium was gehört hätte, dass da einfach mal irgendwann ein Bewusstsein, also ich meine, diese nicht technischen Ministerien sind ja doch noch viel weiter weg. Ich bin da schon mal zwischen den Universitäten rumgerannt. Das Blöde ist, dass die Universitäten Ländersache sind und da üblicherweise die Mittel auch rar und ein Gerangel und dann sitzen da auch meistens Leute in den Ausschüssen, die Pläne für die Rahmenpläne für was an den Universitäten passieren soll, das sind, wie sage ich, höflich, eher lyrisch geprägte Menschen, die nicht so ganz genau verstehen, was dort im gerade in den technischen Studiengängen abgeht und was da gebraucht wird und die davon zu überzeugen, dass dort der Rahmenplan für die Studiengänge mal geändert werden und wie Scheine auf solche Audits da vergeben werden sollen, das ist steter Tropfen, eventuell dann irgendwann mal demnächst. Aber deswegen stelle ich mich auch hier hin und hoffe, dass vielleicht irgendjemand dabei ist, der im universitären Kontext vielleicht das hier und da nochmal fallen lassen kann. Also eine meiner Lieblingsideen seit irgendwie so 2 Jahren. Genau. Dankeschön. So. Du hattest ja vorgeschlagen, dass man zum Beispiel auch fremde Leute über seinen eigenen Internetanschluss surfen lassen soll, um seine eigene Identität, sag ich mal so, zu verbergen oder es schwieriger zu machen. Nö, das habe ich nicht vorgestellt. Das mache ich, aber... Okay. Freifunk macht das ja seit 10 Jahren. In letzter Zeit ist es ja Mode, so solche zentralisierten VPN-Server zu installieren, wo dann alles noch viel zentraler, sage ich mal so, ins Internet geht. Ja. Wie stehst denn du dazu? Sollen wir jetzt noch mehr VPN-Server installieren? Also gerade auch jetzt hier in die Runde gefragt, wer hat Root-Server, wo wir virtuelle Maschinen hosten können?
Oder siehst du das Ende der Störerhaftung jetzt schon? Muss man ja auch in Verbindung mit der Vorratsdatenspeicherung sehen, oder? Ja, ist halt ein riesengroßes Thema. Also ich habe da immer gerne meine Lieblingsanekdote aus Potsdam, wo die Stadt dort alle Kohle zusammengekratzt hat, dort Router hingestellt hat und dafür gesorgt, dass da auch irgendwie Kabel terminieren. Dann haben sich am Ende nicht getraut, das freie Stadtnetz in Potsdam über eine eigene Leitung rauszutun, weil sie einfach Angst vor den Abmahnanwälten hatten und haben dann die Freifunker gefragt, ob sie nicht das über ihr VPN irgendwo dann, ich glaube, irgendwie ein osteuropäisches Land terminieren lassen können. Und eigentlich sollte, das ist für mich das allergrößte Wahnsinn, wenn eine Stadtverwaltung Angst davor hat, was ihre Bürger da so tun, dass sie dafür belangt werden, dann ist es schon ein Indiz dafür, dass dort irgendwie rechtlich was im Argen liegt. Und eigentlich waren die Freifunker auch ursprünglich mit dem Kampfgedanken ins Feld gezogen, dort dieses Störerhaftungsproblem dann mal abzubiegen auf die eine oder andere Art und Weise, weil es gibt ja rechtlich zwei Probleme. Wenn du den Abmahnanwalt auf dem Hals hast, dann wird er erstmal behaupten, du bist der Täter. Und solange die Annahme steht und solange du das dem Richter nicht vermitteln kannst, dass du an der Stelle nicht Täter bist, hast du erstmal das Problem, dass du dann auch wirklich die volle Breitseite für die Abmahngebühren bekommst. Und erst danach, wenn du aus der Täterschaft raus bist, dann kannst du mal über die Störerhaftung diskutieren. Und das ist irgendwie so ein komplexes juristisches Ding. Es gibt da ein paar sehr begabte Anwälte, die sich da auch gerade im Freifunkbereich damit auseinandersetzen und die gerade versuchen, diese Störerhaftung dann im zweiten Schritt da auch mal abzubiegen. Aber das Erste ist, dass es eigentlich bräuchte, es gerade mal so eine konzertierte Aktion gegen diese Abmahnanwälte in großem Stil, um den ihr Geschäftsmodell madig zu machen. Also eine von den Ideen ist, wenn man es wirklich nicht selber war, weswegen man gerade den Brief bekommt, kann man da hingehen und denen sagen, du nimmst die Forderung sofort zurück, ansonsten lasse ich mal vom Gericht feststellen, dass du keine Forderung mir gegenüber hast. Und dann bewegst du den Ball auf ihre Seite des Spielfelds und es wird teuer für den abmahnenden Anwalt. Wenn du von nämlich vor Gericht stehst und er kann es dir nicht nachweisen, die Forderung, die er dir daran getragen hat, weil du nicht der Täter warst, dann bezahlt er die Gerichtskosten. Und diese Abmahnanwälte, die uns da gerade auch im Freifunk echt Ärger machen, funktionieren eigentlich nur, weil die meisten Leute diese Briefe bekommen und sofort bezahlen, weil es teurer ist, einen eigenen Anwalt zu beauftragen, als da mal eben da die paar hundert Euro zu überweisen. Also sollte es da irgendwie erstmal Ziel sein, zu vermitteln, dass man im Zweifel nichts bezahlt, dass man sich juristisch zur Wehr setzt. Und denn ja, bis dahin ist die VPN-Lösung eigentlich mit dem ursprünglichen Gedanken des Freifunks irgendwie immer schwer zu vermitteln. Das ist irgendwie so weniger eine freiheitliche offensive Attitüde mit den Bürgerrechten umzugehen, als eine, ja, so ein bisschen Loopholes suchen und gucken, wie lange das gut geht und dann irgendwo mal aus dem Netz rauszuschlüpfen, wo die Leute nicht so genau hingucken. Gefällt mir halt nicht so gut. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Dann würde ich sagen, eine Frage noch und dann. Wo du es vorhin hattest mit Städten, die sich profilieren können für Kryptografie. Ich habe eine Veranstaltung angemeldet in einer kleinen mitteldeutschen Stadt und das ist ein bisschen vorbereitet, alles prima. Und dann kam irgendwann ein Brief, wir können doch auch per E-Mail Kontakt an haben, dann müssen wir nicht mal Briefe schreiben. Aber ich dachte, ja, voll cool, habe ich meinen Schlüssel ausgedruckt und hingeschickt. Habe die Zeichen ein bisschen kleiner gemacht, dass es auf eine A4-Seite passt und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Ich glaube, die haben das, also einfach nur mein Bedürfnis nach Sicherheit jetzt überschattet jetzt alles, was ich mit dieser Behörde jetzt vielleicht intendiere und auch meinen eigentlichen Bonus an Sympathie, den ich eigentlich gewonnen habe, habe ich damit irgendwie verspielt. Ich glaube auch, also ich war schon ein bisschen harsch. Also du hättest ja, ich meine, das war ja eine Handreichung. Die Leute haben versucht, da dir auf einem Weg entgegenzukommen, wo sie gedacht haben, dass für dich ein bisschen bequemer wäre und da wäre doch die Gelegenheit gewesen, da vorbeizufahren mit einem kleinen Präsentkorb. Ey, danke schön. Und wo wir gerade dabei sind, guck mal, hier habe ich noch ein bisschen Software mitgebracht, mit denen können wir auch die Behördenkommunikation sicher machen. Ja, du wolltest die ja ärgern. Ich glaube ja nicht, dass es ein richtig konstruktives Ziel war deines Briefs. Also was mich jetzt so bewegt, ist die technischen Möglichkeiten, die so den Alltag ein bisschen verschnellern, zum Beispiel E-Mail. Solange die nicht sicher sind, verschnellert es das nicht, wenn ich darauf Wert lege. Also muss ich jetzt, wenn ich wirklich sicher sein will und es noch keine breite Massenlösung gibt, weiter auf Briefe und Postkasten zurückgreifen und damit immer größere Zeitspannen einplanen?
ist halt so eine Frage, wenn die eh irgendwie EDV benutzen und wenn ihr Horizont so weit ist, dass sie dir unverschlüsselte Mail schicken, dann kannst du davon ausgehen, dass auch deren Server nicht so einem Gegenpusten standhalten. Also du hast dann eh schon das Problem, dass die da IT benutzen und du weißt nicht, wie gut ihr Admin drauf ist, weil ein guter Admin hätte wahrscheinlich gleich in der elektronischen Behördenkommunikation mindestens irgendwie eine verschlüsselte Seite da implementiert, wo man dann in einem Brief vielleicht so Passwort und Usernamen zugestickt bekommt und dann sich damit einloggen kann. Das wäre ja irgendwie schon ein Pfad, mit dem man das tun kann. Und wenn der Admin also schon nicht so fit ist, dann kann man sich mit dem vielleicht mal unterhalten und gerade dort bei den Multiplikatoren ansetzen. Und meine, der ist auch ein Nerd, mit dem kann man bestimmt super den Abend nochmal bei einem Bierchen so über Dinge tratschen. Und der freut sich dann auch, wenn man ihm da ein paar coole Dinge zeigt. Oder sie plöffen dann auch wieder. Ach naja, das ist irgendwie mein Menschenbild ist nicht so verheerend. Ich glaube, die Menschen wollen da auch, gerade in den Positionen, wollen sie lernen und wollen Gutes tun. Danke. Ja, Entschuldigung, wenn es jetzt zum Schluss nochmal technisch wird. Du hattest OpenSSL und das, wie soll man sagen, das kontinuierliche Aufkommen von Sicherheitsproblemen, die in OpenSSL in den letzten anderthalb Jahren vor allem gefunden worden sind, erwähnt. Mhm. Und nun ist es ja so, dass quasi OpenSSL momentan, zumindest im letzten Jahr, scheinbar das Hauptobjekt aller Kryptografiestudenten, die mal so ein Audit schreiben wollen, ja durchaus geworden ist. Also ich habe wahnsinnig viele Papers gesehen, die neuen Sicherheitslücken, die in OpenSSL in den letzten Monaten bekannt geworden sind, die auch nicht mehr so verheerend waren, wie das, was ursprünglich gefunden worden ist, dargelegt haben, das waren alles Master- und PhD-Arbeiten, ganz viele aus dem asiatischen Raum, die sich da OpenSSL als Stück der Analyse vorgenommen haben. Gibt es denn deines Wissens nach andere Kryptobibliotheken, die ein entsprechendes Maß an Review erhalten haben, das über das, was bei OpenSSL passiert ist, hinausgehen? Ja, also es gibt eine Bibliothek, die ist eines universitären Projekts in, ich glaube, Belgien oder Niederlanden entstanden, heißt PolarSSL und jetzt Embed TLS. Und die sind schon mit dem Designziel rangekommen, leicht zu reviewenden Code absichtlich zu erzeugen. Also ich hatte ja OpenSSL mir auch angeguckt schon vor 5 Jahren und ich weiß ganz genau, warum Leute, die da Audits versuchen, keine Lust mehr hatten, weil dort aktiv verhindert wurde, dass man diesen Code auditieren kann. Also Also ich bin auch schon auf dem Verify-Callback von OpenSSL oder das Ergebnis von der Verify-Function reingefallen. If Verify darf man nicht machen und so, das habe ich auch schon gelernt. Ja, und die Speicherallokationsroutinen sind irgendwie auch absichtlich genauso geschrieben. Aber ich kenne PolarSSL, es ist tatsächlich wesentlich schöner dokumentiert, aber hat es denn die Zahl der Augenpaare gesehen? Das ist die Frage. Ja. Es gibt noch ein geileres Projekt, was irgendwie gerade mein Lieblingsprojekt ist, von meinem Kumpel Hannes. Das ist CamelTLS. Wo er auf diesem Mirage OS aufsetzend einmal einen kompletten, ungefähr 2 Megabyte großen Blob zusammengestellt hat, den man irgendwie auf dem Xen-Server, also irgendwo im Internet, klickst du dir einen Server, lässt du deployen, hast dann einen Webserver aufgesetzt, wo einfach potenziell durchbeweisbare Software dir den gesamten vom TCP über HTTP und das SSL dazwischen einmal durchimplementiert und dieses OCaml-TLS ist so ein Versuch aus diesem, sagen wir mal, diese TLS-Spezifikation ist ja eigentlich eher so ein Status-Quo-Bericht. Also zu gucken, was machen die ganzen Bibliotheken eigentlich und dann mal ein Dokument runterschreiben und nie wirklich wohl designt und irgendwie keine ordentliche State-Machine und so. Und der hat sich hingesetzt und versucht, mal eine State-Machine zu bauen und diese State-Machine formal hingeschrieben und das dann auch wieder gleich genauso formal in diesen Code dieser funktionalen Programmiersprache gegossen. Und das ist einfach anderthalb Größenordnungen weniger Code. Kann man sich angucken, aber die Idee ist eigentlich schon von Anfang an, es soll leicht lesbar sein und es soll am Ende auch leicht beweisbar sein, automatisiert. Also du musst da nicht irgendwie große... Entschuldigung. Du musst da nicht große Compiler-Magie drumherum werfen, um erstmal an dem Programmierer vorbei wieder den eigentlichen Sinn dessen zu erschließen, sondern dieses Projekt ist genau dafür gebaut worden, dass man es leicht reviewen kann, auch automatisiert. Dann hoffe ich, dass wir bald den ersten Webbrowser in Occam haben.